Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute möchte ich Ellas Kinderzimmer umgestalten. Ella wird ja dieses Jahr schon 7 Jahre alt. Ich kann es auch selber nicht glauben. Ich weiß, ihr schreibt jetzt wieder drunter. Ich weiß noch, als du schwanger warst. Ja, sie wird dieses Jahr tatsächlich 7 Jahre alt, kommt im September in die Schule. Und als wir damals dieses Haus bezogen haben, war Ella 2,5 Jahre alt ungefähr. Und sie war einfach noch ein kleines Kindergartenkind. Mittlerweile ist sie schon richtig groß und wird, wie gesagt, dieses Jahr eingeschult. Das heißt, es wird Zeit für einen Schreibtisch, es wird Zeit für ein größeres Bett. Und vor allem wird es Zeit, dass sie ein paar Spielsachen ausräumt und ausmistet. Denn auch die Spielrituale ändern sich, das Spielzeug ändert sich und sie möchte zwar weiterhin mit Puppen und so weiter spielen, aber Kleinkindspielzeug möchte sie jetzt auch sortieren. Das hat sie auch teilweise schon gemacht, also schon eine große Kiste gepackt für ihre Freundin, für die Sophia, der sie eben das Spielzeug weiter verschenken möchte oder auch für den Kindergarten. Und alles andere werde ich jetzt erledigen, das heißt hier aufräumen, ausmisten. Macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Ich mache das einfach super gerne. Und deswegen werde ich jetzt erstmal hier alles ausräumen, was Ella nicht mehr braucht. Und dann dürft ihr mich dabei begleiten, wie Ellas neues Kinderzimmer entsteht. Kindergarten, nein, schulkindgerecht. So ist richtig. So, da steht die neue Playlist an. Die schläft so lang. Die hört sich gerade fest und flauschig an. Den Podcast vom Böhmermann und Olli Schulz. Ja. Nachdem sie natürlich meinen Podcast gehört hat. So, letzte Kiste. Das ist ihre Erinnerungsbox. Da packen wir immer Dinge rein. Zum Beispiel hier so ein Schnuffeltuch aus der Kindheit oder Laternen, die sie gebastelt hat. Samira hat auch so eine Box. So hat jedes Kind einfach so die Erinnerungsstückchen. Oh, das hat sie mal gebastelt. Und guckt mal. Ersten Schnullis. Ja, die Kiste, die kommt natürlich später wieder ins Zimmer. Und das war so ein Teddybär, den kann man einfach so zusammenstellen. Das war irgendwie so Build-A-Bear. Da konnte man praktisch so das Herz einsetzen, das Fell aussuchen, das Aussehen, den einkleiden. Voll süß. Ja. Erinnerungsbox. Gut. Station 1 ist erledigt, alles ausgemistet und aufgeräumt. Was ich behalte, mache ich auf einen Stapel. Was wir nicht behalten, auf den anderen. Da darf Ella aber natürlich nochmal drüber schauen. Und jetzt geht es hier einfach rum und ich muss weiter aufräumen. Das ist aber mein Enkelkind. Du kannst doch nicht einfach die Babyborn weggeben. Ich lieb die. Ella! Du kannst doch nicht einfach die Babyborn weggeben. Die hat auch Gefühle. Das ist mein Babyersatz. Ich hatte als Kind keine Babyborn, deswegen habe ich Ella eine gekauft. Und Accessoires dazu, damit ich mit ihr spielen kann. Und jetzt will sie ihre Babyborn nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Ich behalte sie trotzdem. Mir egal. Wie sieht's aus mit deinem Puppenhaus? Nicht behalten. Spielst du nicht mehr damit? Und wie oft hast du damit gespielt? Dann spenden wir es weiter. Okay. Ich musste kurz weinen. Erinnerungskiste. Jetzt ist der Raum recht leer, muss ich sagen. Alle Spielsachen sind ausgeräumt. Ich habe zwei riesen Kisten gepackt für den Kindergarten, eine große Kiste für meine Freundin und ja, der Rest steht jetzt draußen. Jetzt werden hier die Möbel rausgeholt, der Kleiderschrank bleibt stehen, alles andere kommt raus, kann auch weiter verschenkt werden und dann kommen die großen Möbel. Und während die Männer hier ausräumen, denn ich denke, das muss ich jetzt nicht machen, gehe ich schon mal Farbe kaufen für die Wände, die müssen jetzt neu gestrichen werden. Und dann geht es hier aber erst morgen wieder weiter. Für heute war es echt genug. Die Uhr nehme ich noch mit und dann ist Feierabend.
mein Lieblingsgüni, der ist halt zuverlässig. Wenn man den ruft, dann kommt er einfach und dann hilft er einfach. Ja. Weißt du, die anderen Männer hier im Haus, ich muss immer ständig was sagen und dann mache ich es doch selber. Ich bin für dich mal alles. Ja? Ja. Gell? Wir sind auch ein gutes Team. Gut. Jetzt mischen wir mal an, weil die Farbe doch ein bisschen zu dunkel war. Okay. So gut, Chef. Gut. Ja, Chef. Ja, Chef. Was war denn noch gut? Wuhu, der passt doch. Tim und Tolga möchten bitte im Kinderland abgeholt werden. Die Eltern von Tim und Tolga bitte. Die Eltern von Tim und Tolga. Nein, nein, ich will auch bleiben. Die Zimmerfarbe an sich gefällt mir schon ganz gut. Allerdings möchte ich das Zimmer doch wieder ein bisschen aufhellen. Das heißt, hier an die Seite, wo der Schreibtisch gleich stehen wird, möchte ich ein Haus zeichnen, eine Hausumrandung in Weiß. Ihr könnt sowas auch immer ganz gerne in einem dunkleren Ton machen. Wenn euer Kinderzimmer oder euer Raum zum Beispiel weiß gestrichen ist, dann könnt ihr da Farbakzente setzen. Das heißt, ich ziehe mir jetzt hier mit Klebeband einmal die Dachschräge und dann eine gerade Linie nach unten. Dann gucke ich mal, wie mir die Dachschräge gefällt. Okay, mach mal auf Spannung. Mhm, ein bisschen höher bei dir. Ne, ein bisschen tiefer. Tiefer, tiefer, tiefer. Ja. Mhm. Hier die Linie immer schön ankleben, damit da gleich keine Farbe durchläuft. Oh ja, so mache ich das. Und das Hausregal wird der Anbau. Ah, das wird süß. Das ist mal eine Dachschräge. Okay. Ah. So, die Linie kann natürlich nur gerade sein, wenn die Wand gerade ist. Ich hoffe jetzt mal, dass hier die Handwerker gut gearbeitet haben. Damit ihr jetzt hier schöne gerade Kanten bekommt, müsst ihr am besten hier den Übergang von der Wand zum Klebeband versiegeln mit der Wanduntergrundfarbe. Das heißt, wenn eure Wand weiß ist, nehmt ihr eure weiße Wandfarbe. Ich nehme hier jetzt die Mintfarbe und streiche immer mit dem Pinsel von unten nach oben. Ich mische jetzt hier gerade Wandfarben an. Das Zimmer ist ja jetzt schön gestrichen, aber ich möchte es natürlich noch ein bisschen dekorativ gestalten und mische jetzt hier Regenbogenfarben an, die aber nicht so knallig sind, wie man sie vielleicht sonst von Regenbogenfarben kennt, sondern eher so Kreidefarben. Und ich habe mir hier vom Baumarkt mal so Farbkarten mitgenommen. Ich wollte mir jetzt nicht jede Farbe anmischen lassen, weil ich jetzt keinen extrem großen Eimer dafür brauche. Deswegen bin ich hier in meiner Werkstatt, habe hier alle Farben zusammengesucht, die ich habe. Ich habe hier Via-Kreidefarben, ich habe die weiße Wandfarbe, meine Acrylfarben und ich habe mir hier meine Farbkarte hingelegt und mische jetzt die Farben zurecht. Da muss man so ein bisschen die Farblehre berücksichtigen. Also wenn ich ein schönes Orange möchte, nehme ich Rot, Gelb, Weiß und da kann ich die Farbintensität bestimmen und ich kann auch schauen, ob ich einen wärmeren oder einen kühleren Ton möchte. Aber am besten mischt man sich das einfach hier zurecht. Ich mache gleich die Menge, die ich dann auch vielleicht noch für Bilder gebrauchen kann, so ein bisschen mehr. Und dann kann ich gleich in den Regenbogen gestalten. Der ist mir jetzt noch zu rot, deswegen kommt da noch ein Gelb rein.
Okay, die Farben sind fertig. Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht, so in der Art. Ich habe jetzt hier mal die Wandfarbe auf Papier gezeichnet, einfach aufgemalt. Dann sehe ich, ob meine Farben mir gefallen. So ein kleines Farbprobemuster. Das heißt, zeichnet euch da gerne die Töne mal auf, ob das so passt, ob der Regenbogen schön wird. Und dann geht's ins Zimmer. Ich habe jetzt hier das Bett mal weggehoben und mache jetzt hier den Regenbogen. Entweder könnt ihr den Regenbogen direkt übers Bett machen oder ihr macht so, dass ihr hier anfangt und er geht hier zum Boden. Das soll jetzt auch nicht so der typische Regenbogen sein, sondern eher ein kreativer Regenbogen. Ich habe jetzt hier auch ein Klebeband, was relativ flexibel ist und damit kann ich das jetzt erstmal hinzeichnen. Falls ihr das Ganze schön rund haben wollt, dann nehmt ihr euch zum Beispiel einen Faden, macht hier in die Mitte mit einem Reißnagel den Faden rein ans andere Ende, kommt dann ein Bleistift und dann könnt ihr wie so einen Zirkel zeichnen. Aber ihr könnt es auch ganz kreativ gestalten. Ich mache es jetzt kreativ. Ein kleiner Bogen und dann die größeren außenrum. Für Maler- und Abklebearbeiten bitte in meinem Büro melden. Okay, also für den Regenbogen muss ich jetzt hier auch einmal die Übergänge versiegeln mit der Untergrundfarbe. Lass es schön antrocknen und kann in der Zeit wieder da drüben das Häuschen weiter streichen. Ihr nehmt beim Versiegeln am besten einen schönen breiten Pinsel, nehmt die Farbe auf. Und dann streicht ihr damit wirklich gegen das Klebeband. So kommt die Farbe einfach unter das Klebeband, versiegelt es schön und die Farbe, die dann drüber kommt, die läuft nicht runter. Am besten kennzeichnet ihr euch jetzt die Flächen, um nicht durcheinander zu kommen. Und jetzt beim Streichen darauf achten, eben nicht gegen das Klebeband zu streichen, sondern einfach der Linie entlang, damit eben keine Farbe unter das Klebeband kommt. Jetzt ist der Regenbogen fertig und bevor die Farbe komplett trocken ist, könnt ihr jetzt schon direkt die Streifen abziehen. So verhindert ihr, dass Farbe wegbricht oder was abplatzt. Deswegen praktisch erstmal kontrollieren, ob alles schön ist und dann abziehen.
Ella möchte ihr Puppenhaus nicht mehr bespielen, aber ich habe mir gedacht, es wäre echt zu schade, das jetzt wegzugeben. Vor allem, weil es einfach schön und auch dekorativ ist. Wir werden es jetzt einfach weiterhin als Regal nutzen. Die Farben gefallen mir jetzt aber nicht mehr so gut. Das heißt, die Rückwand wird jetzt einfach neu eingefärbt. Entweder baut ihr es kurz auseinander, nehmt die Rückwand raus oder ihr klebt hier innen ab und könnt dann zum Beispiel mit der Wandfarbe das Regal schön anmalen. Ich habe jetzt hier schon mal eins abgeklebt. Die anderen Teile klebe ich jetzt auch noch ab und dann geht's los. Male ich Ella noch ein süßes Bild. Ein großes E und hinten dran Punkte. Auf eine schöne Leinwand. Und ich habe jetzt hier aus einem Bastelshop so ein kleines Schwämmchen. Das ist wie so ein kleiner Fingerhut. Und jetzt nehmt euch am besten ein bisschen Farbe. Entweder auf einen Teller oder hier einfach auf die Hand. Mein Gott, dann ist halt die Hand das Stempelkissen. Dann Farbe aufnehmen und die Rückseite betupfen. Das ist schön. Das lasse ich kurz trocknen und dann schaue ich, wie ich es weiter ausgestalte. Ja. Ella bekommt ja eine schöne Bildergalerie, aber sie ist auch selbst eine große Künstlerin. Deswegen möchte ich ihr jetzt Bilderrahmen an die Wand hängen, die sie dann selbst ganz, ganz toll mit Bildern bestücken kann. Und zwar so, dass ihr die Bilder immer wieder austauschen kann. Nehmt euch dafür am besten große Bilderrahmen, DIN A3 zum Beispiel. Da passt auch ganz gut dann ein DIN A4 Bild rein. Jetzt löst ihr hier auf der Rückseite die Rückwand raus und auch das Glas. Das wird hier jetzt nicht mehr benötigt. Und dann nehmt ihr euch einen Garn. Am besten so ein bisschen stabileren Faden oder so eine Kordel. Und die legt ihr jetzt hier einmal drum, damit ihr die Länge habt. Denn ich möchte jetzt die Kordel vorne befestigen. Nicht zu weit an der Rückwand, sondern wirklich weiter vorne am Rahmen. Und damit das Ganze nicht wegrutscht, schön Knoten dran machen. Und dann könnt ihr die Kordel einfach zum Beispiel mit einem Tacker befestigen oder auch mit etwas Klebeband festmachen oder einem Reißnagel zum Beispiel. Sehr schön. Dann habt ihr hier jetzt diesen Rahmen. Und könnt zum Beispiel kleine Holzklemmerchen nehmen, die kommen jetzt da dran. Und dann kann Ella da später Bilder reinhängen. Die gröbste Arbeit ist jetzt erledigt. Jetzt kommt es zum schönen Part, nämlich zum Einrichten und Dekorieren. Ich habe hier den Schreibtisch von Ella. Der wird natürlich mit Schreibtischutensilien bestückt. Daneben das alte Puppenhaus, was jetzt als ganz normales Regal dient. Und da kommt alles rein, was sie eben so den Tag über gut brauchen kann. Und ich habe noch ein paar Lichterketten besorgt. Die kann ich ihr hinhängen, damit sie immer eine ganz tolle, schöne Atmosphäre im Kinderzimmer hat.
Das ist Murat, das bin ich, Samira und Ella. Ich habe hier eine Lichterkette, die mit Batterie betrieben ist und die habe ich jetzt hier dran gehängt mit diesen kleinen Nägeln und habe jetzt hier das Batteriefach. Das verstecke ich einfach hier unterm Haus und kann es einfach mit doppelseitigem Klebeband oder mit so ein bisschen Patafix da unten festkleben. So rum, dass praktisch Ella hier den Ein- und Ausschalter bedienen kann und eben auch, dass wir die Batterien wechseln können, ohne dass wir es ständig wegnehmen müssen. Ella bastelt total gern. Das war so eine Bastelbox, die sie mal von unserer Freundin, von der Maren, geschenkt bekommen hat zum Geburtstag, weil ich gesagt habe, bitte schenkt ihr keine Spielsachen mehr, sie hat schon so viel. Aber so eine Bastelbox ist echt süß. Und was hier noch in die Schublade kommt, Ella hat ganz viele Bügelperlen, Bastelperlen und die fülle ich jetzt einfach in verschließbare Boxen, die aber durchsichtig sind, so sieht sie, was drin ist und kann sie auch mal mit runter ins Esszimmer nehmen, denn ich muss sagen, die Kinder verbringen schon die meiste Zeit gern bei uns im Wohnzimmer und Esszimmer, aber so kann sie alles mitnehmen und dann eben wieder im Zimmer schön verstauen. Ja. Yep. Habe ich das gerade wirklich gemacht? Oh, im Zutaten abschätzen bin ich besser. Oh Mann, oh. Mir ist jetzt aufgefallen, wie viele Sticker die Ella hat und jetzt ist so ein kleines Büchlein zum Sammeln. Ich kenne es noch von früher, ich habe auch Sticker gesammelt, danach habe ich Titelblätter gesammelt und getauscht, das war immer richtig süß. Deswegen hat sie hier eine Schublade dafür, all meine Sticker und hier hat sie noch ihr Freundebuch aus der Kindergartenzeit und das macht sie jetzt dieses Jahr noch voll und dann wird es eingetauscht gegen ein Schulfreundebuch. Und dann ist die Kindergartenzeit vorbei. Ich glaube, man merkt im Video, wie sehr ich das gerade verarbeite. Gell? Man merkt, glaube ich, wie sehr ich verarbeiten muss, dass mein kleines Baby schon ein Schulkind wird. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Ella ist gerade gekommen und ich vertröste sie ja schon seit 4-5 Tagen. Und jetzt wollte sie schon ins Zimmer stürmen und deswegen muss ich jetzt echt fertig werden. Also nehme ich jetzt alle Bilder, die ich noch habe, hämmer sie hier an die Wand und dann nehme ich eine Leinwand, gehe mit Ella in die Garage zum Malen. Und dann darf sie ihr fertiges Zimmer gleich sehen. Du musst noch ein kleines bisschen warten, okay? Ich will dich umarmen. Ich will dich auch umarmen, mein Schatz. Die veräppelt mich doch. Ich komme sofort raus. In 5 Minuten bin ich da und umarme dich, okay? Dicke Umarmung. So ein kleiner Schlingel. Jetzt geht's an die Frisiertischecke. Das kommt hier in die Ecke. Und huch, ich werde hier oben nochmal eine Girlande anbringen mit den Pompons dran. Da habe ich jetzt auch einfach einen Nagel da oben rein und lasse es dann schön runterhängen. Licht ist immer schön. Man merkt auch direkt, das ist so Ytong. Da kann man gut reinhämmern. Die Außenmauer ist eine Ytong-Wand und das sind Kalksandsteinwände. Die sind ein bisschen härter. Ja, dafür muss man die aber nicht isolieren. Und die sind aber ganz gut für die Raumaufteilung. Schminksachen an sich hat Ella ja noch keine, aber hier hat sie so ein paar Kindertattoos und so ein bisschen Kinderkosmetik, das heißt Nagellack, der sich abwaschen lässt und so einen leichten Lipgloss und damit darf sie hier dann spielen. You feel my fire, while all the odds we end up loving it.
Das wird so süß hier am Bett, da oben am Regal. Ich habe jetzt hier das Regal ein bisschen verkleinert. Ella hat gar nicht so viele Spielsachen. Das heißt, hier ist ein Regal für Gesellschaftsspiele, für Bücher, für Kleinteile, für Kleinspielzeug, was sie hat. Ein paar Fächer sind ausgestattet mit Schubladen, ein paar sind ausgestattet mit Schränken, die man zumachen kann. Und für Gesellschaftsspiele finde ich so ein Fach immer ganz praktisch, weil man da die Spiele einfach so reinlegen kann. Und was noch richtig süß ist, ich habe hier so eine kleine Katzenbox noch integriert. Die kann man auch zur Not wieder rausnehmen. Es muss ja auch keine Katze rein. Man kann da zum Beispiel auch kleine Kuscheltiere und Spielsachen verstauen, so als eine Art Schatztruhe. Aber ich glaube, die Muffin, die kommt da bestimmt auch ganz gerne mal rein. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal ums Alpaka. Das kommt da oben hin. Oh Gott, wie süß! Ist das komisch, wenn ich sage, ich jetzt immer so geil im Schlafzimmer? Für die Toni-Box habe ich jetzt hier oben die Station. Da kommt sie nämlich direkt vom Bett aus hin und kann sich abends zum Beispiel noch eine Geschichte anhören. Wenn sie die Toni-Box tagsüber benutzen möchte, dann ist sie ja sowieso flexibel, da kann sie sie einfach mitnehmen. Aber hier lädt sie immer schön auf. Mein Papa glaubt mir nicht, dass ich bohren kann. Jetzt macht er es. Gell, Papa, gell? Den lieben wir, wenn. Ich sehe zu Zübel Geosmann. Er glaubt mir doch, ich bin endlich groß. Tamam, ben tutayım onu. Tamam. Önce çalıştığım şey. Buraya çalıştığım onu. Ja. Okay. Hier habe ich jetzt noch richtig süße Lampen. Ich habe jetzt die zwei hier ausgewählt. Einmal eine Einhornlampe und ein, was ist denn das, ein Vogel, ein Pelikan oder so. Und zwar sind es Lampen von Happy Lamps, ein Freund von uns macht die. Und die sind echt süß, weil es auch schwere und massive Lampen sind, die es einfach in verschiedenen Ausführungen gibt. Also auch mal als Dackel oder als Teddybär. Und das Ganze ist richtig schön verarbeitet, richtig, richtig süß. Hier stelle ich jetzt die große hin und die kleinere, die stelle ich danach drüben. Ella, du darfst jetzt ein schönes Bild malen. Samira malt auch eins. Und dann gehen wir gleich in dein neues Zimmer. Das ist schon fertig. Hast du mich gehört? Okay. Weißt du was? Du kannst mir jetzt mal sagen, ein paar Adjektive. Zum Beispiel, ich bin, was bist du? Ja. ist kein Adjektiv. Ich meine damit zum Beispiel, ich bin stark, kreativ, lustig. Was bist du denn? Weiß ich nicht, ein Mensch. Ich würde sagen, Ella ist, sag mal du was? Witzig. Witzig. Darf ich das schreiben? Ja. Ella, bist du kreativ? Kann sein. Und bist du intelligent? Auf jeden Fall. Bist du schüchtern? Weiß ich nicht. Seid ihr fertig? Was hast du da gemalt? Meine Mama ist das Große und ich bin das Kleine. Hm,
Mama und Ella. Und das ist ein Vogel und das ist Samira. Oh. Sauber machen, Keller oder Zoo? Es ist geschafft, es ist vollbracht. Ellas Kinderzimmer ist fertig und ich bin so glücklich, denn es hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. War doch ein bisschen aufwendiger. Aber es ist richtig schön und ich glaube, es wird ihr auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin vor allem sehr glücklich drüber, dass der Kleiderschrank erstmal da stehen bleiben konnte. Und wir haben auch damals, nachdem sie so zwei kleinere Kleiderschränke hatte, wirklich einen großen dann ausgewählt, den sie dann auch die nächsten Jahre benutzen kann. Da ist auch gar nicht alles voll. Daneben haben wir jetzt schön den Schreibtisch und da hat sie ganz, ganz viel Platz, um wirklich alles noch zu verstauen, was eben jetzt noch während der Schulzeit so dazukommt. Vor allem hat sie da an der Wand einfach ihre persönliche Wand, die sie dann schön bestücken kann, auch mit Bildern oder Geschichten, die sie mal schreiben wird. Und es ist eine richtig schöne, gemütliche Wand, an der sie sich aber auch mal arbeiten lässt. Das alte Puppenhaus ist jetzt auch umdekoriert. Mit Puppen möchte sie nämlich nicht mehr spielen. Aber dieses alte Puppenhaus werden wir jetzt einfach nutzen als neues Aufbewahrungsregal. Das heißt, da kann sie gerne auch noch umgestalten. Momentan ist es so ein bisschen dekorativ eingerichtet mit allem, was man eben noch so brauchen kann. Was auch richtig schön ist, und das hat sie sich schon so lange gewünscht, dass sie einen Frisiertisch bekommt. Den hat sie jetzt bekommen. Also ich bezeichne ihn jetzt mal nicht als Schminktisch, weil sich eine 6-Jährige so noch nicht schminkt, aber frisieren und Kleidung anziehen und Kostüme anziehen, Frisuren machen, das macht sie doch ganz gerne und spielt das auch mit ihren Freunden ganz gerne. Und da ist es echt schön, wenn man einfach so einen Spiegel vor sich hat und ein paar Utensilien, die man da so verstauen kann. Ich glaube, das Highlight im Zimmer, das ist wirklich der Regenbogen am Bett, den ihr auch hier hinter mir seht. Das ist einfach ein schönes Element, was ihr auch zu Hause ganz einfach nachgestalten könnt. Und Ella hat jetzt endlich ein Hochbett. Ich weiß, dass sie schon drin schlafen kann, weil sie auch in Samiras Zimmer immer im Hochbett geschlafen hat. Das heißt, da muss sie jetzt auch keine Angst haben. Trotzdem muss sie natürlich vorsichtig sein und muss wissen, dass man da tagsüber nicht drauf spielt, weil gerade auf Hochbetten wirklich eine erhöhte Gefahr ist, dass man da runterfällt, wenn man drauf steht oder läuft. Und deswegen weiß sie, da schläft sie jetzt einfach drin und es ist eben nicht zum Quatsch machen da. Ich denke, dass es von der Aufteilung her im Raum jetzt ganz gut ist, denn hier in der Mitte hat sie jetzt noch ganz viel Platz zum Spielen, auch am Boden. Und vor allem haben wir auch ein bisschen Raum gewonnen, eben durch das Hochbett. Da hat sie jetzt nämlich darunter eine Chill-Lounge, kann da schön spielen, kann sich ausruhen, Bücher lesen und wenn sie dann doch mal von ihren Freunden Besuch bekommt für über Nacht, dann kann man das Schlafsofa einfach ausklappen und so können wirklich auch mal zwei Erwachsene sogar im Bett schlafen. Also selbst wenn ich mich mal zu Ella dazulege, habe ich Platz in ihrem Bett und da unten hätte ich auch noch Platz mit dazu, falls man doch mal abends kuscheln will. Alles in allem bin ich echt happy und bin richtig zufrieden und glücklich und ich hoffe, dass es Ella jetzt genauso gut gefällt. Wir sind bereit für die große Überraschung. Ella, komm, Augen zu, Augen zu. Herzlich willkommen in deinem neuen Zimmer. Guck mal,
Du hast jetzt endlich einen großen Schreibtisch. Ja. Wie die großen Kinder. Das sieht richtig echt aus, als würde er da rausspringen. Wer hat die Linie so schön gezeichnet? Ich. Bitte, Schatz. Ja, hier kannst du Fotos reinhängen oder du kannst zum Beispiel deine Künstlerbilder hinhängen. Wenn du ein Bild gemalt hast im Kindergarten oder in der Schule später, kannst du hier deine Bilder oder Fotos reinhängen, okay? Mama, hast du bemerkt, dass ich keinen Lidschatten habe? Ja. Wo ist dein Lidschatten? Ich habe keinen. Oh nein, das müssen wir ändern. Du hattest doch mal von mir eine Palette bekommen. Und aus der eine hat Samira Slime gemacht. Oh, dann machen wir nochmal. Dann holen wir nochmal eine Lidschattenpalette. Deine Toni-Figuren, guck mal. Machen wir da auch. Die muss ich dir noch irgendwo hinsortieren. Aber dann kannst du eine Toni-Figur nehmen. Zum Beispiel die. Hey, was macht die Zeichteile? Ja, der ist da unten, ne? Hier. Magst du mal Toni-Box, Toni-Figur hören? Ja, ich höre. Guck mal, du hast jetzt hier eine Schatztruhe. Guck, da kommt ein Regenbogen raus. Und da ist jetzt dein Schatz drin. Da sind Barbies und Puppen. Aber ohne Hausschuhe aufs Bett, Schatz. Ich kann an die Decke fassen. Das Bett ist sogar noch höher, als wenn es alt ist. Aber darf ich so machen? Nein. Weil wenn man da runterfällt, dann tut es ganz arg weh. Und so? Also nicht rüber gucken, okay? So. Immer schön die Treppe benutzen. Okay, so. Ja. Okay? Schön aufpassen. Ich hab dir mal was in die Nase gesteckt. Hauptsache dir gefällt's. Ist gut geworden? Ja. Komm hoch. 1, 2, 3. Kleine Maus, schon so groß. Aber ich kann dir das gut gebrauchen. Kann man ausklappen. Und dann kannst du da hinten sogar auch noch mal ausklappen. Und dann kannst du da mit deiner Freundin schlafen. Ja. Ich hab dich gefunden. Klopft sein Herz? Zeig. Wenn du da drauf drückst? Ja. Und dann? Da klopft das Herz. Das ist so süß. Wie findest du deinen Schminktisch? Oh. Ella, bist du happy? Ja! Okay, ich hoffe, ihr seid auch happy. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Hauptsache Ella fühlt sich hier wohl und kann hier bald ihre Schulaufgaben machen und hier spielen, ihre Freunde empfangen, schön chillen und ihre Zeit genießen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und meditieren, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht konntet ihr die ein oder andere DIY-Idee mit nach Hause nehmen und einfach euch inspirieren lassen. Do it yourself, also selber machen. Hast recht, das war so ein bisschen Englisch, gell? Ja, ja, ja. Ich hoffe, ihr konntet euch auch die ein oder andere Idee zum Nachmachen mit nach Hause nehmen. Und falls ich euch inspirieren konnte, dann schreibt es mir ganz gerne. Ich denke, dass Samiras Zimmer auch demnächst mal wieder dran sein wird, denn ihr wisst, daheim gibt es immer was zu tun. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und du bist jetzt richtig happy, dass die Mama dir das Zimmer gemacht hat? Ja! Komm mal her, lass dich mal drücken. Ich bin das glücklichste Kind auf der Welt! Oh! Dann bin ich auch die glücklichste Mama auf der Welt. Ich bin aber eh schon glücklich, weil ihr meine Kinder seid.